Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir Damensee verlassen und haben uns auf den Weg gemacht zu den Galadruinen. Glaube ich, so heißen die. Und ich höre jetzt mal auf, Feuer zu machen, ne? Ich nehme mal an, hier ist der Eingang. Und ja, gucken wir mal, ob wir irgendwie da reinkommen. Wird schon klappen. Ach, da müssen wir das Messer wahrscheinlich wieder benutzen, ne? Okay. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie eine wichtige Cutscene oder so. Das sieht weitläufig aus. Und das sieht gefährlich aus. Ah, ich wollte schon sagen, kommen wir hier nicht weiter. Brenn, Schlange, brenn! Oh, Fledermäuse, natürlich. Wir haben die obligatorischen Fledermäuse wieder. Sehr gut. Das klappt doch nie. Das will ich aufpassen, ich brauche dadurch einen Stoß. Neue Kampfaktion erlernt, okay. Ja, ich habe drauf. Warte mal, erstmal um uns ein AP. Also eine Überkämpfe, Schwächen und Resistenzen, Schwächen-Kombos. In der Amortisierung unterscheiden sich von denen im Normalzustand. Immer unabhängig von der Anzahl der Kettentreffern wirkt der Schadensverstärker, bis die Schadensanzeige unter dem Gesamtschaden leer ist. Zudem steigt der Schaden jedes Mal, wenn ein anderes Art desselben Elements genutzt wird. Ich bin halt witzig, wie die erwarten, dass ich mir halt alles merken kann, so auf die Schnelle. So, hier. Schnellverbannung amortisiert. Die Verbannungsstoß kann mit sehr hoher Geschwindigkeit ausgeführt werden. Ja, wenn der Gegner betäubt ist. Nein. Ja, ich habe wieder zur Serie gewechselt, weil ich gesehen habe, ich muss hier ein paar Mal Amortisierung einsetzen, um ein paar Sachen freizuschalten. Zum Beispiel hier. Und ja, da sieht man meine Prioritäten, ja, anstatt irgendwie Kämpfe schnell wie möglich zu erledigen oder einfach nur zu überleben, achte ich darauf, wie schnell man irgendwie die Aktionssachen hier freischaltet. Das mit dem Verteidigen kann ich zum Glück auch langsam lassen, weil muss ich noch 25 Mal machen, dann kriege ich wieder eine Fähigkeit. Danach muss ich das noch 800 Mal einsetzen, weil ich muss das insgesamt 1000 Mal einsetzen. Und da werde ich bestimmt nicht die ganze Zeit jetzt machen. 200 reicht jetzt erstmal. Da werde ich dann wahrscheinlich Offscreen machen. Also das hier. Wupp, 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 wupp. So, ich habe jetzt 4 Mal aufgeladen. Guck mal, ob da jetzt 4 auch zählt. Kann ich mich auch? Ja. Muss ich noch einmal amortisieren, dann geht das schon. So, hat das jetzt 4 Mal? Ich glaube nur einmal hat das. Ich glaube, ich hatte 175 oder 172, 76. Trank des Lebens, sehr gut. Alisha, hast du was zu sagen? Du hast gesagt, tief in den Ruinen sei ein Wasserfall? Ja, die Wasserfälle mit dem heiligen Wasser befinden sich am weitesten vom Eingang entfernt. Aber wir sollten wachsam sein, wegen dem, was die Soldaten angegriffen hat. Vorsicht ist geboten. Ja. Warte mal, kann ich dich auch anzünden? Wenn ihr ausprobiert. Ich mach dich heiß, Alisha, obwohl du was nicht mehr nötig hast. Was? So, da geht's schon weiter. Upsala, okay. Bah. Ich dachte, das wird beides dahin. Dann nicht. Noch mehr Apfelgummi. Yay. Warum hatten wir dich nicht schon viel früher? Ich habe deine Hilfe gebraucht. Am Anfang. Monolith! Monolith! Dosch. So, letztes Mal und dann sparen wir erstmal wieder. Boah. Oh, das verbraucht auch Stoß, ne? Neue Kampfaktionen. Okay. Habe ich genug gelernt in diesem Part 2 nur, okay. Wäre 1,5 Sekunden nur länger ab, um die SA. Um die SA zu erhöhen, sich. Okay. Schreibfehler. Hallo. Zielerfassung. Die Zielerfassung bietet sehr viele Informationen. Kategorie, Schwäche, bla. Ja. Man erfährt mehr vom Gegner, wenn man Zielerfassung hat. Mach mal ab.
das hier. So, da muss ich irgendwie noch Stöße einsetzen, glaube ich. Warte mal, hier war irgendwie was Geiles hier. Oder? Nee. Wo ist das? Ja, das muss ich noch ein paar Mal machen. Irgendwie 1000 Kämpfe hier, 1000 Kämpfe. Wir haben erst 44 Kämpfe gemacht. Ja. Gott, wird schon alles irgendwann kommen. Da ist eine Sackgasse. Und da ist eine Truhe. Mit irgendwas Gutem oder was Schlechtem? Was? Mangosorbet. Was sind diese Sachen überhaupt? Wenn diese drauf guckt. Alle heilen für 400 KP. Im nächsten Kampf Verteidigung plus. Okay. Snacks hier. Soll ich mal vor einen Kampf machen? So, das Schwert ist Level 2, das ist Level 3. Ich hole jetzt einfach nur darauf, was hier die meisten Effekte gibt. Bis jetzt hat sie noch sehr blöde Sachen. Also Effekte. Keine Ahnung, ob der Schaden oder so irgendwie besser ist. Einige Sachen nicht ausrüste, aber ich gucke auf die Effekte, die ich freischalte. Ich hoffe, das ist gut so, oder? Okay, weiter im Text. Hauptsache kommt wieder nichts vom Himmel geregnet, also von der Decke. Das finde ich doch unschön. Gibt's ja eigentlich auch so Tränke wieder, so heilige Tränke oder dunkle Tränke, die die Gegner-Spawnrate beeinflussen? Ist das ein Bogen? と、そうだ。この弓が神器って、どういうの?神器は、同志と天族が行う神位の姿を決定づける、いわば神位の型です。神位の型。そっか、ライラの聖剣。そう、レディレイクの聖剣も神器です。それでライラの神位は剣なのか。ね、ライラの聖剣を使えば、 他の天族とも神位できるのか。それは場合によります。まず以前言った通り、同志であるスレイさんの主神である私の陪審になってもらう必要があります。陪審とは何なのでしょう。わかりやすく言えば、私の力の影響下に入ってスレイさんに協力していただくということですが、もう一つ、神器の属性の問題があります。私が火であるように、自然を操る天族も 一人一人扱える属性が違うのです。神器にも属性があるのなら、天族の属性に合った神器でなければ神位はできない。その通りです。この弓は水の神器のようですね。そして御栗尾さんは水の。さあ、行こう。スレイさんが御栗尾さんを陪審にしたくないんです。なぜだ。私を重視にしたのと同じことだろ。アリーシャは必要としてたの。 Irgendwie kann ich es so nicht verstehen. Hey, nicht anfassen. Ehrlich? Altar des Bogens. ファイル、遺跡や遺物を気軽に持ち帰ったり傷つけちゃダメだからね。もちろん宝箱は別だけど、やけに軽いノリですわね。洞窟と学術研究は本来紙一重、行為の本質を見極めよ という教えではないでしょうか。こっちは重すぎですわ。そういう解釈もできるけど、これは昔の人が残した冗談じゃないかな。なるほど。遺跡は人が作ったもの。個人も私たちと同じ人というわけか。深いものだな。本当に。アリーシャさんは。
habe ich gesehen. Ich habe deine Hand gesehen. Alles führt darauf hin. Der Bogen ist irgendwann weg. Ich sehe es kommen. Dann werde ich den Aktionspunkt nicht mehr entdecken können. Irgendwie sowas, ne? Ich habe irgendwas gehört. Ey! Aber das war's doch die ganze Zeit schon. Wow. Bleib locker, Layla. Layla. Geil getroffen, ne? Das war ich nicht. Ich hätte mal gerne eine andere Art. Ich habe nur eine einzige Art bis jetzt. Okay. Monolith. Schnell Schritte, ehrlich? Ihr sagt mir jetzt erst, wie schnell Schritte gehen? Leute. Ja, wo muss ich jetzt hin? Mit zwei Wege. Weil da weiß man, geht, da machen wir ihn platt. Was? Bams. Irgendwie gar nichts. Oh, die Kamera. Sehr gut. Gar nicht wahr. Ich bin der voll perfekte Meisterkämpfer. Auch wenn ich jetzt seit kurzem zum Hirte geworden bin. Das bin gar nichts. Aber ich glaube, das geht auch nur gegen Gegner, die gegen Feuer anfällig sind oder so, ne? Siehst du doch. Ja, gut. Einfach ab. Hey, schon wieder neue Sachen. So, da geht's weiter. Wo komme ich denn da hin? Kann ich irgendwann wieder da zurück? Oben und unten, ich will irgendwie Dinge zu machen. So. Ich bin natürlich den richtigen Weg gegangen. Ah. Dark. Und die Gegner sind respawned. Euch besiege ich doch locker noch mal. So, ich hoffe, ich habe das Abwehren gleich erledigt. Meine Kampfaktion erlernt, sehr gut. Verdeckte Abwehr verringert bei Abwehr die Wahrscheinlichkeit, dass du angegriffen wirst. Was? Okay, die sind beide ehrlich gesagt ein bisschen doof. Ah. 4. Schnell Angriff sogar beim Anschneiden. Oh, wat. Ich werde aber irgendwo noch Monolith finden gleich. Kann ich Figuren wechseln machen, dann kann ich die Figuren nicht. Ein bisschen schneller wechseln. Dieser Luxus muss halt sein. Da ist eine Schlange, töten wir sie. So, genug abgewehrt. Ich hätte gerne ein paar neue Arts. Hey, du Leben. Schon wieder?
Du kannst mich mal gar nicht wahr. Wir kriegen fast gar keinen Schaden. Wie kann denn hier bitte schon irgendwie nicht nach Pan laufen? Nee. Rosmarin, ich meine Rosmarin. So, ich weiß, ich mache sehr viel Menüarbeit hier, aber das können tut überhaupt nicht sich erhöhen. Ich will neue Sachen lernen. Problem ist, ich weiß nicht, wann ich neue Sachen lerne. Da steht einfach nur nächste Art. Was das bedeutet? Pff, keine Ahnung. Wow, ihr kommt vom Himmel, ne? Geflogen. Und lass uns glücklich sein. Dann setzt einfach meine Art hier wie blöd ein. Dann kriegt ich auch neue Sachen. Jetzt, um ihn Graces F läuft. Hoffe ich. Fortgeschrittene Techniken. Durch Kombination verschiedener Techniken aus dem Kampfkapitel des Systembuchs kannst du auf neue unkonventionelle Wechselwirkungen zwischen den Techniken stoßen. Es kann nicht schaden, Techniken Lars zu lesen, die du bereits beherrschst. Das könnte zu neuen Erkenntnissen führen. Zu denen geben dir eine Monolithen Tipps zu fortgeschrittenen Techniken. Systembuches. Ja. Ja. Nein, danke. Da. Hoffentlich kommt hier ein Speicherpunkt bald. Ja. Was? So, Alicia. Verwirre sie mich doch nicht so. So, da kommen wir dann irgendwo zu der Sackgasse, wenn ich richtig geguckt habe. Ja. Erstmal ein paar Gegner. Ja, ich nehme jeden Gegner mit. Was? Level 19. Müssen wir auch schaffen, oder? Ich habe nur so einen riesigen Schatten oben gesehen. Ich glaube, irgendwas Riesiges ist da an der Decke. Leben. Kann ich es treffen? Ja, genau. Ihr seid höher gelevelt wahrscheinlich. Leila. Mal lässt ihr mal Leila in Ruhe. Oh, Leila, mach doch weiter. Oder haben wir angegriffen? Schütze dich, keine Sorge. Oh Mann. Leck mich, ihr blöden Viecher. Wie immer auf sie losgehen, ja. Oh Gott. Alter, sie kann ja echt nicht sich in Ruhe heilen, weil die anderen kommen. Jetzt ist sie wieder weit weg, ne? Aber jetzt kommen sie alle. Ja, wir haben ja alle im Griff. Also mal schnell erledigen. Ich habe keine SK. Wie in der Säule. Hinter der Säule verstecken sie sich. Warum habe ich denn so einen blauen Balken bei meiner AP? Sehr gut, Leila.
Erfahrungspunkte 84. Was? Ja, 32, 439. Wir werden geheilt, sehr gut. Hey. Oh Mann. Warum werden die jetzt nicht mal auf der Karte angezeigt? Wurden vorher auf der Karte angezeigt. Wir werden schön hochgeheilt, glaube ich. Ich habe jetzt echt Angst gehabt. Ich dachte, da wäre ein riesiges Monster irgendwie an der Decke. Ja, okay. Lass uns mal hochheilen. Danke. Kampfstiefel halten. Können, glaube ich, nicht schlecht sein. Ja, damit. Da, jetzt geht da unten der Effekt dann weg. Aber sie hat, glaube ich, noch dämliche Sachen. Oh. Guck ich mal ihre Sachen an. Das ist schwierig. Da. Vor allem, die geben alle... Nur ein Effekt. Die war nicht schlecht. Nee. Verdammt. Oh. Nee, ich kann das nicht öffnen. Bernstein-Montur. Ist die wenigstens zu irgendwas gut? Ja, ist geil. Ich weiß nicht, welche ich jetzt bekommen habe. So. Ja. Aber oh, wir konnten das öffnen. Erdring. Das könnte mal was Neues, Schönes sein. Nehmen wir mal ihr was, weil sie hat noch. Mann! Mann! Das ist oben noch mal Angriff, ne? Ja, nehmen wir lieber Angriff. Angriff, Defense, ja. Ich weiß total, was ich tue. Das muss ich den anderen Weg gehen. Ma! Ist doch ewig weit weg. Ups, ach. Okay, jetzt ohne irgendwelche Intermetzel dazwischen, außer vielleicht ein paar Kämpfe. Ich habe gerade ein Level Up. So am Approachen. Ist irgendwann von der Decke gefallen, glaube ich, egal. Aber da ist auch irgendwo ein Schweifpunkt, da sehe ich natürlich nicht in dieser Karte. Ach, komm her. Das Kampfsystem ist einfach zu gut. Okay. Also sie voll gechillt. Ich so, boah, ja, geil. Haben wir so einen guten Speicherpunkt in der Nähe? Ich hasse es irgendwie, ein paar zu beenden, ohne einen Speicherpunkt in der Nähe ist. Was zum? Warum bist du denn da? Da glaube ich sogar ich. Der Ausweichschritt. Gleich ein Level Up, oder? Ja, gleich. Noch ein Kampf oder zwei. Ah, ich muss den Part gleich beenden. Ah. Ah, ja, gerade Tag. Sagen wir, irgendwo ist ein Speicherpunkt in der Nähe. Gleich. Was haben wir hier?
Oh, okay. Ich dachte, wir konnten das nicht öffnen, weil das eine große Tür war. Ha, ich wusste es. Nicht mit mir. Ich hätte gerne einen neuen Speer für Alicia, aber er ist noch etwas outdated, habe ich so das Gefühl. Ja, doch voll, ne? Na, komm mal her. Das ist auch kacke. Der Angriff klappt doch nie. Okay, da war gerade Schaden. Als Anzeige, habe ich jetzt erst gemerkt. Nein, das war die Kraft des Amatisierens. Zwei verschiedene Sachen. So, du, gib mir ein Level up. Uff. Ja, irgendwie merke ich noch? War nur eine Fledermaus. Levelaufstieg, neues Art erlernt. Neues Art erlernt. Ich hatte Kenntnis zum Titel vertieft. Ab hier um eine Höhle, hey. Sehr schön, jetzt müssen wir noch einen Speicherpunkt kommen. So. Hier hätte... Ich glaube, wenn das angezeigt wird, hat also den Dings hier vertieft, dann ist das gut, oder? Was hat einfach nur Level Up mäßig hier. Es kann also bis über. Verdammt. Dann machen wir mal so. Dann werde ich ja sehen, woran das liegt. Du nimmst dann mal Art Angriff, nehme ich an. Du nimmst. Weil nicht Ritter. Verteidigung. Verteidigung. Du musst nur noch einen Speicher bekommen und alles war perfekt. Auch geil. Gut, dann kann ich ja hier einen Schnitt machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.